Zero-Projekt. Ich bin heute dabei, die Tagebuch-Questreihen zu machen. Und zwar die erste Tagebuch-Questreihe und die zweite haben wir ja schon bereits fertig. Das habt ihr ja schon ganz am Anfang des Projektes gesehen. Jetzt muss ich die dritte bis zur zehnten machen, damit ich 10 Switcher freischalte. Im Hintergrund seht ihr, dass wir schon einige gemacht haben, beziehungsweise die dritte absolviert haben. Das ging relativ fix. Die vierte ist auch relativ simpel. Da müsst ihr einfach nur durch den normalen Affen-Dungeon laufen, zu beiden Denkmälen. Und dann habt ihr das halt auch schon geschafft. Hier seht ihr dann schon, die vierte Tagebuchseite ist dann schon am Start. Die fünfte allerdings ist die nervigste, die es überhaupt gibt. Ihr müsst mir einfach glauben, denn bei der fünften müsst ihr Map 2 gehen und alle brutalen Hauptmänner gefühlt töten. Also es kann Ewigkeiten dauern oder ihr könnt geschweige denn keine Hauptmänner finden, das ist der Nachteil, aber manchmal geht es auch schneller. Der erste Hauptmann droppt nichts, perfekt. Der zweite Hauptmann droppt auch nichts. Hauptmann Nummer 3 droppt immer noch nichts. Und Hauptmann Nummer 4, der droppt Gott sei Dank die Tagebuchseite. Insgesamt 4 Hauptmänner, war super. Ich habe eine Stunde gesucht dafür und dann hatte ich die fünfte Seite schon am Start. Also das kann deutlich schlimmer enden, wenn ihr wollt. Aber es ist halt Glückssache am Ende, wann die Tagebuchseite droppt. Ja, die nächste ist dann wieder relativ einfach. Spin Dungeon 1 gehen zum Denkmal und zack, da habt ihr schon die 6. Tagebuchseite. Dann sind wir wieder nach Uri gegangen, haben die 6. abgegeben, tralala, hopsasa, um die nächste dann zu starten. Die 7. ist dann auch relativ leicht. Einfach Wüstenbanditen killen und dann habt ihr diese auch schon. Also da habe ich einen einzigen Wüstenbanditen gehauen und dann hatte ich sie schon. Also es kann manchmal echt verdammt schnell gehen. Die nächste Tagebuchseite sind Schlangen. Schwertkämpfer und Bogenschützen, dann habt ihr sie auch schon, das hat ganze 5 Minuten bei mir gedauert, dann hatte ich diese, ja, dann war das schon die 8., die absolviert wurde. Bevor ich dann zur 9. gegangen bin, musste ich dann meine wunderschöne Gilde, die ihr hier schon seht, Fossi Müffelt, die ist super schön geworden, finde ich, und die habe ich dann erstmal gelevelt, damit ich nicht Level abkomme, weil ich Level 55 bleiben wollte. Als nächstes musste ich ein paar Spinnen töten im SD1. War auch relativ fix gemacht. Auch 5 Minuten hat man diese auch fertig. Und zu guter Letzt für die 10. Tagebuchseite, was auch sehr, sehr einfach war, da mussten wir einfach nur ins Eisland gehen, zur alte Box mit Papieren. Dann war diese auch schon absolviert und wir hatten alle 10 Tagebuchseiten absolviert. War relativ einfach. Insgesamt hat mich das Ganze circa 2 Stunden gekostet und dann hatte ich alle Tagebuchseiten fertig. Ansonsten, ja, geht's jetzt gleich zu Fossi. Eine Kleinigkeit noch. Wir werden im zweiten Part von mir gleich ein bisschen auf EQ-Suche gehen. Ich möchte mir einen neuen Helm zum Beispiel besorgen, vielleicht eine neue Rüstung, neue Schuhe. Aber dazu dann später mehr. Auf jeden Fall geht's jetzt erstmal zu Fossi. Natürlich auch noch ein herzliches Willkommen von mir zur mittlerweile 8. Folge Hero Staffel 2. Ja, meine Aufgabe ist es ja, mehr oder weniger die Sachen ranzufarmen, die Simply dann verkaufen kann, den Laden und so weiter. Ich habe mich jetzt hier ein bisschen auf Wüste konzentriert, weil dort die Mädchens einfach super machbar sind und bringen auch noch gut XP und so. Leider ist meine Junghelden-Waffe abgelaufen, das heißt, ich kann jetzt gefühlt den Mädchen anklicken und dann mal flott duschen gehen oder so. Ja, ganz so schlimm ist es nicht, aber so gefühlt zumindest so, ihr wisst, was ich meine. Und ja, eine Sache haben wir noch erledigt und das sehen wir jetzt. So Leute, es ist soweit, wir machen jetzt eine Quest fertig und zwar, bam, 49 Cores habe ich bisher. Jetzt hebe ich den letzten Drachensplitter auf. Für die 50, damit haben wir die Quest erledigt. Kleinen Moment. So, Hater würden sagen, ich habe kurz nachgeguckt, was die Quest nochmal bringt. Und zwar 10 Switcher, die können wir auf jeden Fall gebrauchen und die werden wir auch gebrauchen. Dazu aber dann später, ich würde sagen, wir werden jetzt mal die 50 Cores aufmachen und schauen, ob wir vielleicht wenigstens einen Antiken hinbekommen. Also das wäre auf jeden Fall ein Young Push. Kurzer Cut. So, da sind wir schon bei den Cores, alles so bearbeitet, damit ihr schön alles seht, auch auf dem Handy. Und ja, was soll ich sagen? Antike Rubine werden es wahrscheinlich eher nicht, zumindest noch nicht. Ja, dafür aber Dia und Jade gut bei rumgekommen. Und ja, bei den Appen, bei 50 Cores kann man natürlich nicht zu viel verlangen, ne? Nichtsdestotrotz, ich werde natürlich weiterhin farmen und dann werden immer mal wieder, denke ich mal, ein antiker Versuch zustande kommen. Und ja, im Endeffekt ist es tatsächlich auch so, dass wir 2 antike Versuche haben. Und die werdet ihr jetzt gleich sehen nach dem Simply-Part. Und da müssen wir hoffen, dass das auch funktioniert. Kurzer Cut.
Jetzt haben wir eine kleine Shopping-Tour vor uns. Das erste, was wir machen, ist das Yang und das Won rausholen. Was wir eingenommen haben, ein Won, 92 KK, ist eine stolze Summe und damit können wir jetzt erstmal ein bisschen shoppen gehen. Das erste, was wir machen, ist uns erstmal einen Eisenhelm plus 9 zu gönnen und diesen Eisenhelm plus 9 tauschen wir gegen einen mit 5 Bonus. Ja, ihr habt richtig gehört, wir haben ja durch eine Aufgabe in diesem Projekt ein Ziel erreicht, dass wir 5 Bonus bei einem Item hinzufügen dürfen und das machen wir bei dem Eisenhelm. Und zack, da haben wir auch schon einen Eisenhelm mit 5 Bonus. Den habe ich dann einfach bei meinem anderen Char getauscht und da werde ich die 10 Switcher, die wir durch die Tagebuchseiten gekriegt haben, einfach mal draufziehen. Mindestens 10 Feuer war das Ziel, damit ich am besten ein bisschen was habe für den Flammenkönig, aber mal schauen, was wir reinkriegen. Switcher Nummer 3 ist Gott sei Dank 10 Feuer geworden, leider Gottes nur 10, 15 wäre natürlich nochmal geiler gewesen, aber Ziel ist erreicht. Als nächstes hatte ich noch einen Rundi plus 4 mit 5 Bonis, das habe ich dann auch nochmal versucht zu drehen. Vielleicht kriegen wir ja da den ein oder anderen netten Boni, den ich oder Fossi gebrauchen können. Und ja, Switcher Nummer 3 war wieder komplett Blödsinn, deswegen habe ich das erstmal gelassen und mal gucken, was da noch kommt. Dann habe ich noch 4 Switcher über gehabt, habe mir Bambushandschuhe besorgt, damit ich nochmal 10 Feuer mehr habe. Ein bisschen mehr TP musste dann natürlich drauf, das war das Wichtigste, so 1,5 TP sollten reichen. Erster Switcher kam gar keine TP, schon mal blöd. Zweiter Switcher, leider nur 1 KTP, da habe ich ein bisschen überlegt, aber dann dachte ich mir, komm, egal, wir ziehen nochmal einen drauf. 1,5 TP, 8 Angriffsspeed. Wir reden nicht über Angriffsspeed-Boni, ihr wisst schon Bescheid, warum. Und ja, Bambushautschuhe waren dann fertig. Als nächstes eine HTA plus 4 gekauft mit 2 KTP für 33 Kacke, glaube ich, waren es. Habe ich ein bisschen mehr Crit, das kann ich ganz gut brauchen beim Flammenkönig. Und ja, dafür habe ich mir das am Ende gegönnt. Die Verzaubern, bzw. Stärken, Entschuldigung, habe ich bei der Rec draufgezogen. Die erste hat fehlgeschlagen, zweite hat geklappt und dritte hat auch fehlgeschlagen. Ich wollte unbedingt 4 Bonis haben, war nicht so toll. Die Switcher, die ich da noch über habe, habe ich auf dem Töp gezogen. Da dachte ich mir, komm, vielleicht kriegen wir noch eine Feuerrüstung raus. Das wäre noch sehr, sehr nice. Ich habe da leider nur 4 Bonis drauf, aber egal. Hier haben wir 6 Feuer drauf gekriegt. Das ist mir aber dann doch ein bisschen zu wenig gewesen. Und der letzte Switcher war dann nicht so toll. Als nächstes haben wir dann das Rundi mit dem letzten Switcher gedreht. Und da kam einfach 12 Int, 8 Decks, 20 Untote. Eigentlich ein richtig schönes DT-Schild. Und das habe ich dann erstmal dem Fossi rübergegeben. Dann habe ich mir ein paar SK-FBs gegönnt. Und dann kann ich nach und nach immer ein bisschen die Skills hochlesen, denn wir haben ja ein paar Exos am Start. Das werde ich dann auch direkt einfach mal machen. Und damit haben wir SK auf M3 wenigstens gekriegt. Ein Buch fehlt uns noch zu M4. Als nächstes bin ich bei Fossi auf dem Char noch gegangen, um direkt da noch vollständig zu bonieren. Und das sind einfach nochmal 2 Edder fehlgeschlagen. Einfach geisteskrank, wie viel Pech ich da hatte. Ja gut, dann nochmal ein Edder draufgezogen. Der hat dann Gott sei Dank geklappt. 4 Untote nochmal draufgekriegt. Und ja, dann habe ich mir das Band nochmal geschnappt, weil ich danach noch ein bisschen farmen wollte. Direkt rübergelegt. Und dann habe ich noch kurz angenommen. Und das Wichtigste zu guter Letzt dann noch beim Fossis Char. Ja, der muss halt in eine wunderschöne Gilde rein, dachte ich mir einfach, der kommt in Simply Army rein, das ist eine super, super Idee gewesen. Und dann springen wir nochmal kurz zu Fossi, würde ich sagen. So Leute, ihr habt gesehen, wir haben 2 antike Versuche und das gar nicht mal so schlechte Steine, einmal Dia und einmal Jade. Und das versuchen wir doch jetzt mal. Also wie gesagt, es wäre schon ziemlich, ziemlich nice, weil das ein Young-Push wäre. So für normale Accounts oder so wäre das jetzt gerade natürlich nice to have, aber jetzt nichts Krasses. Aber für dieses Projekt, das wäre schon was Leckeres. Von daher, versuchen wir es einfach. Der Jade, 3 zu 1. Da! Das tut weh. Das tut sehr weh. Okay. Der Dia. Der Dia klappt jetzt aber. Bitte, Drachengott, komm schon, gönn. Ja! Okay. Antiker Dia. Dadurch haben wir mindestens ein Won, also schätze ich zumindest. Ein Won für dieses Projekt, absoluter Push und damit können wir zufrieden sein. Ich mache einen kurzen Cut, bis gleich. So Leute, ich bin jetzt hier in OTM, blaue Säule und der Schamane muss natürlich auch noch ein bisschen hoch vom Level her. Und dafür habe ich mir überlegt, ich werde jetzt hier eine Stunde mit EXP-Ring, den ich aus der Oberoktruhe bekommen habe, durchleveln und wir schauen einfach mal, wie weit ich komme diese Stunde. Let's go. So Leute, da ist die Stunde schon vorbei und ich habe nur irgendwie anderthalb Level gelevelt. Das habe ich mir anders vorgestellt, besonders weil ich ja aktiv gelevelt habe. Ja gut, die Charmin, die kloppt natürlich auch ein bisschen was auf dem Monster drum, ne? Also, das dauert alles ein bisschen, aber ich habe mir schon gedacht, dass es ein bisschen schneller geht. Ich denke, ich werde dann doch irgendwie Trank der Weisheit mal benutzen oder so.
Ich werde aber zuerst noch ein bisschen was farmen und dabei halt ein bisschen XP farmen. Und ja, das werdet ihr dann aber in der nächsten Folge sehen. Das soll es dann für dieses Video von mir gewesen sein. Das Simply sagt euch jetzt bestimmt nochmal was, aber ich bin raus. Bis denn, Grüße, Fossi. Und an dieser Stelle ist das Video auch schon wieder vorbei. Falls ihr auch Bock auf Tigers habt, meldet euch gerne bei uns im Discord und wir senden euch gerne ein paar Codes zu. Ansonsten würde ich sagen, haut da rein. Euer Simply. Ciao, Freunde.